Neue Flachwitze. Extra lang. Also ich weiß noch damals in meiner Schulzeit, da war ich immer richtig süchtig nach Schule schwänzen. Eine Aussage, die ohne das Wort Schule bei dir eine ganz andere Bedeutung bekommt. Den habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du sag Marinitschki. Ja. Welche Muskeln werden eigentlich bei der Selbstbefriedigung am meisten benutzt? Die Nackenmuskeln. Warum die Nackenmuskeln? Na, weil ich mich dauernd umschauen muss, ob einer kommt. Wow. I know. Sag mal, ist das etwa ein Pikachu-T-Shirt? Ja, aber was soll ich denn machen? Ich stehe nun mal auf Star Trek. Und schwupps, 1000 Follower weniger. Ach, und wenn wir schon mal dabei sind, morgens kein Bumsele zu haben, das ist wie abends. Nur früher halt. Oder wie in deinem Fall gar nicht. Deswegen habe ich auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Was, bist du jetzt etwa Wichser geworden? Wichser? Wichser? Alter, man wird ja wohl noch das Wort Wichser sagen dürfen. Nö. Okay, dann bist du halt ein kleiner... Also ich bevorzuge den Ausdruck Fachkraft für Handbumsele. Der sagt das auch noch, als ob er stolz drauf wäre. Heute Nacht hatte ich übrigens einen sehr, sehr realistischen Traum. Lass mich raten, hast du mit Megan Fox wieder dein Zimmer tapeziert? Ja, genau. Und heute Morgen, da hatte ich immer noch den Kleister in der Hand. Wieso frage ich überhaupt? Und was sagte einst Bill Clinton zu seiner Praktikantin? Keine Ahnung. Schöne Nasenhaare? Fast. Er sagte, Monika, ich möchte dir jetzt gerne meinen Regierungsstab vorstellen. Ich mach dem gleich die Socken nass. Was macht ein tauber Gynäkologe? Vielleicht Lippen lesen? Ja, genau. Du Fuchs. Danke. Nicht so schlau, aber einen buschigen Schwanz. Beende den Satz und ich hau dir ein Puzzle in die Brille. Wie heißt die Tochter eines Winzers? Was weiß denn ich? Schardoline? Ich wollte jetzt eigentlich sagen Weinbergschnecke, aber Schardoline? Schardoline finde ich besser. Sind wir bald mal fertig. Hast du das eigentlich auch schon mal mitbekommen, dass alle immer von dieser sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz sprechen? Scheinbar nicht. Also wenn das nicht bald stattfindet, dann kündige ich meinen Job. Mhm. Du bist wie so eine kleine Kaulquappe. Okay, ich sag dann mal danke. Nur Kopf und ein kleiner Schwerenöter. Nein, ich meinte Schwager? Nein, Schwarzbraun ist die Haselnuss. Alter! Was denn? Warum jetzt die Musik von Heino? Was? Nix, Heino. Das war der neue Song von Justin Bieber. Ich mache aus deinem Justin auch gleich einen Bieber, wenn du das nochmal machst. Oh, du magst Namenswitze? Oh nein. Himmel, Herrgott. Hör auf! Ich bin einmal weg. Also ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber wenn ich mal einen Sohn habe, den werde ich auch Gernhard nennen. Gernhard, komm mal her. Gernhard. Ah, da, Gernhard.